Hallo, liebe Singles, heute gibt es wieder mal ein Reading für euch, ein Single-Orakel. Wir schauen, was auf euch zukommt, was sich in der Liebe so tut und ob hier endlich mal jemand in Aussicht ist, der, ja, mit dem ihr in eure Wunscherfüllung gehen könnt. Wir schauen jetzt einfach mal. Erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich über eure Likes, Kommentare, Abos, über all das, was ihr mir immer hinterlasst nach meinen Videos. Und es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Nimm dir bitte das mit, was für dich gedacht ist, was sich für dich stimmig anfühlt, was sich für dich richtig anfühlt, und das andere lass einfach da. Ja, das lass einfach los. Das brauchst du dann nicht. Aber ich denke mal, dass in fast allen meiner Videos so ein bisschen was immer drin steckt. Ja, so ein bisschen Lebensweisheit oder einfach ein paar psychologische Tipps und Tricks, die dir vielleicht weiterhelfen können. Also, wir schauen mal, was ich jetzt heute hier zeigen mag. Und dann bitte ich jetzt als erstes mal die liebe lichte geistige Welt für meine Singles, ob Mann oder Frau dort draußen, was sich denn jetzt so tut in der nächsten Zeit zum Thema Liebe, was da Schönes auf dich zukommen mag, was für neue Entwicklungen. Und ich würde sagen, wir starten sofort. Ich möchte erst gerne noch wissen, in welcher Hauptenergie du momentan bist. In welcher Energie befindet sich momentan, ich sag mal, die meisten, das Hauptkollektiv meiner Zuschauer und Zuschauerinnen? In welcher Energie bist du momentan? Die 10 der Schwerter. Wahrscheinlich sollte ich genau deswegen hier noch einen Schritt zurückgehen. Also ich kriege dich momentan in einer Energie rein, die abgeschlossen hat mit etwas Altem, die etwas Altem den Rücken kehrt, die sagt, da möchte ich nicht mehr hin, das möchte ich nicht mehr erleben, dieses und jenes brauche ich nicht mehr. Eine sehr strikte Energie und eine Energie, wo es wirklich, da ist auch tatsächlich der Punkt gesetzt. Ne? Das ist kein Komma und kein Strichpunkt, das ist tatsächlich ein Punkt. Und es ist noch ein bisschen eine Restenergie von Niedergeschlagenheit. Es ist noch ein bisschen eine Restenergie von Enttäuschung, von Vergeblichkeit kriege ich rein, ja. Und dennoch, schau dir mal die Karte an, da ist da oben, wenn du das siehst, ist da ein Stern. Der Stern steht für Heilung, die Heilung ist schon im Gang. Und diesen Art Heiligenschein, das ist für mich auch nochmal ein Hinweis, dass es ganz wichtig war, diese Erfahrung zu machen, dass dir das auch bewusst sein darf, dass eben nichts umsonst ist, ja, also im Sinne von, es war zumindest eine wichtige Erfahrung, die du hier scheinbar machen musstest, ja, und du darfst dich hier auch trauern lassen, also auch dieses Tuch, das sie da vor dem Gesicht hat, so eine Art Trauertuch, so ein Schleier, auch das ist in Ordnung, ja. Lass die Gefühle, die du momentan fühlst, lass sie zu. Da haben wir da unten noch eine Schnecke. Das geht vielleicht auch nicht ganz so schnell, wie du es dir wünschst, aber wir haben auch hier den Fluss. Es kommt alles wieder in Fluss. Du bist beschützt, du brauchst dir keine Sorgen machen. Na, die Muscheln stehen auch für den Schutz deines, die schützen auch dein Innerstes, deine Weichheit, deine
Liebesfähigkeit, du musst dir darum keine Sorgen machen. Geh einfach weiter, ja? Lass das zurück, was du nicht mehr brauchst und nimm das an Erfahrungen mit, was dich schützen darf, dass du bestimmte Erfahrungen in der Zukunft nicht mehr machen willst und wirst. Es ist also im Grunde genommen eine sehr schöne Ausgangsenergie, auch wenn diese Karte eine starke Schwere mit sich bringt. Ja, das ist ja eigentlich die schwierigste Karte, also für mich ist es eine der schwierigsten Karten im Tarot. Ja? Aber nach den 10 der Schwertern, was kommt da? Da kommt die 1 wieder, es fängt von vorne wieder an. Und das Ass der Schwerter oder die 1 der Schwerter steht für Klarheit. Du wirst aus diesem Prozess, auch wenn er schmerzhaft war oder vielleicht momentan auch noch schmerzhaft ist, wirst du mit viel Bewusstheit und gewachsen hervorgehen. Und jetzt sehe ich gerade noch was. Die hat ja auch noch Flügel auf ihrem Rücken. Die hat ja da auch noch Flügel. Also du wirst auch deine Flügel wieder ausbreiten. Ja? Mach dir keine Sorgen, ist die Botschaft. Mach dir keine Sorgen. Dieser Zustand ist vorübergehend. Jetzt schauen wir mal. Was entfernt dich denn in Gedanken? Was entfernt dich in Gedanken noch vor einer neuen Partnerschaft oder vor einer neuen Liebe? Was sind deine Gedanken, die dich noch entfernen von deiner Wunscherfüllung? Die 8 der Münzen. Die Königin der Münzen. Und die 5 der Schwerter. Ja, und ich denke, das ist ganz normal. Das, was die Karten hier sagen, ist ganz normal aufgrund des Zustands, den du vielleicht hier momentan noch hast. Du hast es einfach leid. Du bist es leid. Du willst nicht mehr kämpfen, du willst nicht mehr arbeiten, du willst nicht mehr rackern, du willst keine Lernaufgaben mehr. Du willst einfach was Schönes, was Stabiles, was einfach läuft, was deinen Wert erkennt, was deinen Wert auch schätzt. Und das ist ganz normal. Und das darf auch sein. Ja, das ist eine ganz normale Haltung, die man hat, Gedankenhaltung, wenn man in den 10 der Schwerter hat. Da haben wir einfach keinen Bock mehr. Ja, man will das nicht mehr. Das Alte will man nicht mehr und man will jetzt endlich etwas Schönes, etwas Erfülltes, etwas, was Spaß macht und was vor allen Dingen auch von Dauer ist. Ne? Vielleicht gehörst du auch zu denen, die ganz viele Erfahrungen sammeln durften, mussten, sollten mit dem anderen Geschlecht. Und jetzt sagst du jetzt, ich habe jetzt genug gesammelt, ich will jetzt, dass ich endlich mal in meine Erfüllung gehe. Und ich würde in dem Fall jetzt auch nicht mal sagen, dass dich das von deiner Wunscherfüllung noch entfernt. Vielleicht insofern, dass meines Erachtens zumindest die Arbeit an einer Beziehung immer dazu gehört. Ja? Man muss immer gucken, auf wie viel Arbeit will ich mich einlassen. Ja? Wenn ich natürlich mich als Königin mit einem Pagen einlasse, dann habe ich viel mehr Arbeit vor mir, als wenn ich mich als Königin mit einem König einlasse. Ja? Weil dann sind bestimmte Entwicklungsprozesse einfach schon vollzogen, die du im anderen Fall vielleicht mühsam produzieren musst und vielleicht doch nie an dein Ziel kommst. Und vielleicht geht es hier auch genau um so etwas. Ja? Vielleicht kommst du auch genau aus dieser Erfahrung, dass du dich mit jemandem eingelassen oder oft mit Menschen eingelassen hast, die halt nicht dir entsprochen haben und damit eine große Herausforderung mit verbunden war. Mich würde mal interessieren, wie du denn gefühlsmäßig eingestellt bist auf was Neues, ob du überhaupt Lust hast auf was Neues. Viele sagen ja, natürlich möchte ich einen neuen Partner. Und wenn man dann aber ins Unterbewusstsein mal reinschaut, dann gibt es da einfach doch auch
immer wieder mal ein Nein dazu oder nicht jetzt oder sowas. Schauen wir mal, gefühlsmäßig, wie bist du dem Wunsch gegenüber offen, dass da ein neuer Partner oder eine neue Partnerin kommen könnte. Ja, schau her, da haben wir die Hohe Priesterin. Die 9 der Kelche. Und die 3 der Schwerter. Also so wie du mir hier liegst, hast du aufgrund deiner Verletzungen, des Herzschmerzes, den man dir zugefügt hat, gelernt, in die Selbstliebe zu gehen, egoistischer zu werden, mehr für dich selbst zu sorgen. Das ist eine wunderschöne Energie, ja. Das heißt, du bist gewachsen, du bist emotional unabhängig geworden. Und ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich sage sogar noch mit der Hohen Priesterin. Das ist ja diese mystische, spirituelle Frau, diese Priesterin, die in ihrer eigenen Welt lebt, die jetzt gar keinen Mann oder eine klassische Beziehung braucht, um glücklich zu sein. Und das scheinst du hier auf emotionaler Ebene für dich, ja, manifestiert zu haben. Also du bist emotional unabhängig geworden, aber aus dem Grund, dass du einfach auch keinen Herzschmerz mehr haben. Du willst dich auch emotional vielleicht auch gar nicht mehr so einlassen. Du achtest vielleicht auch besser auf dich und dein Herz. Du lässt dich nicht mehr auf jeden ein. Du schaust genau hin, was dir ein anderer anbietet. Und ob das, was er dir anbietet, tatsächlich auch das ist, was du dir wünschst. Und da fällt mir gerade noch eine Sache dazu ein. Hört den Männern genau zu. Männer sagen in der Regel immer genau das, was sie wollen. Die sind da sehr ehrlich unterwegs, die meisten. Nur wir Frauen, wenn wir verliebt sind oder wenn wir einen Mann toll finden, dann hören wir das nicht immer. Die sagen oft ganz oft am Anfang schon, dass sie nur was Lockeres wollen. Und wir machen draus, naja, wer weiß, wenn er mich näher kennenlernt, will er für eine feste Beziehung mit mir oder mich heiraten. Das mag sich so entwickeln. Das kann aber auch sein, dass du nach 5 Monaten oder nach 10 Monaten feststellst, nein, der hat es schon ernst gemeint. Also bezieh dich immer auf das, was ein Mann tatsächlich zu dem Punkt sagt. Ja? Das heißt nicht, dass du sonst immer auf seine Worte hören sollst, weil sie versprechen auch ganz, ganz viel. Ja? Aber wenn er von sich selbst spricht, ist der Mann in der Regel sehr ehrlich. Also immer, wenn er über seine eigenen Bedürfnisse, wenn er über seine eigenen Ziele spricht, dann ist der Mann in der Regel sehr ehrlich. Nur dann sagen die oft Dinge, die wir vielleicht nicht hören wollen und wo wir dann hoffen, dass sich das mit der Zeit schon verändert. Das kann passieren, das muss aber nicht. Also heißt für dich, wenn jemand sich dir gegenüber in einer Energie zeigt, die du eigentlich gar nicht haben willst, nämlich als jemand, der vielleicht von Anfang an sagt, du, ich bin verheiratet und ich möchte eigentlich nur was Lockeres, Nettes fürs Bett, dass du dann nicht draus machst, jetzt muss ich mich besonders ins Zeug legen, damit ich ihn überzeuge, dass ich die Bessere von uns beiden bin, ja, und er seine Frau verlässt. Sondern, also in dem Fall würde ich dir sowieso empfehlen, nimm deine Beine in die Hand und geh, weil ich es persönlich immer als sehr schwierig empfinde, wenn man sich mit verheirateten Partnern einlässt. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die Verletzungsgefahr auf deiner Seite liegt, ja. Natürlich kann die Frau auch verletzt werden und der Mann auch. In der Regel verletzen sich alle Beteiligten, aber diejenige, die wahrscheinlich am ehesten ins Gras beißen wird, um es mal so zu sagen, ist meistens die Affäre. Ja? Nur ganz wenige Männer trennen sich tatsächlich von ihren Frauen für eine andere.
Die meisten bleiben. Ob das eine gute Beziehung ist, ob das eine gute Ehe ist alles wurscht. Es geht darum, dass er nicht an deiner Seite ist. Darum geht's. Und du hast dich selbst angeboten, um dich verletzen zu lassen, um dich missbrauchen zu lassen. Und das ist das, was ganz viele verheiratete Frauen von Männern, die verheiratet sind, im Nachhinein, Affären von Frauen, von Männern, die verheiratet sind, jetzt komme ich ganz durcheinander, am Schluss als besonders schwierig empfinden, dass sie sich selbst zur Verfügung gestellt haben, dass sie sich darauf eingelassen haben, dass diese Hoffnung sie angetrieben hat, Dinge zu tun, die sie vielleicht mit normalem Verstand gar nicht gemacht hätten. Ja? Also dieses den Mann erobern wollen, den Mann überzeugen zu wollen, dass er falsch liegt, das ist etwas, was manche Frauen sehr antreibt. Und davor möchte ich dich warnen. Denn meistens ist es eben so, dass die Affäre diejenige ist, die dann zum Schluss diejenige ist, die leidet. Ja? Das heißt, in diesem Fall hast du ja schon auf deiner Herzebene verstanden, was du nicht mehr möchtest. Das, was du hier aber anzeigst, kann auch heißen, dass du gar keinen Mann willst, aus Angst, wieder verletzt zu werden. Und das musst du für dich jetzt selber nochmal ganz ehrlich beleuchten. Ja? Wie ist es bei dir im konkreten Fall? Bist du so unterwegs, dass du sagst, okay, Mann ja, aber nicht um jeden Preis? Oder bist du so unterwegs, dass du dir vielleicht gedankenmäßig noch jemanden wünschst, aber auf der Herzebene, auf der emotionalen Ebene eigentlich sagst, nee, brauche ich nicht mehr. Ja? Ist mir viel zu viel Arbeit, zu viel Kampf, die Gefahr zu groß, dass ich mich wieder verletze oder verletzen lasse. Und eigentlich geht es mir so auch ganz gut. Ich sage immer, das ist eigentlich die beste Voraussetzung dafür. Worum war es? Dass ich tatsächlich, weil ich absichtslos bin, ja, weil ich nicht suche aktiv, weil ich nicht aktiv etwas bewegen möchte, tatsächlich mir jemand über den Weg läuft. Und ich sage es auch immer wieder, die Frauen, die so ticken, na, und ich denke mal, dass du hier das tatsächlich tust, dass du es nicht auf einer manipulativen Ebene tust, sondern dass du es wirklich so fühlst, sonst würde es nicht auf dieser Ebene liegen, dass die oft am interessantesten, am reizvollsten für Männer sind. Die ziehen Männer magisch an. Ja, dann wirst du vielleicht sagen, ja, aber bei mir ist keiner im Umfeld. Ja, was hier sein kann, ist, dass du vielleicht mit dieser Energie nicht unbedingt dich zum Beispiel rausbegibst aus deinem Zuhause oder nicht viel unternimmst oder so, weil du dir eigentlich selbst genügst. Vielleicht ist es so, dass du dich primär in deinen Hauptlebensfeldern bewegst, also was weiß ich, Arbeit, zu Hause, vielleicht noch ein bestimmter Freundeskreis, dass du aber nicht wirklich aktiv draußen unterwegs bist, wo du auch Männer kennenlernen könntest. Und das könntest du ja, wenn du es wolltest, also wenn du zu denen jetzt zu der Reisegruppe gehörst, die sagen, ja, ich möchte schon einen Mann, aber das muss dann auch hundertprozentig passen, dann könntest du dir ja mal überlegen, wo du dich hinbegeben kannst, absichtslos, ne? Einfach mal, um wieder Spaß zu haben, um Freude zu haben, um ein neues Lebensgefühl auch zu bekommen, um hier rauszugehen aus diesen Zehen der Schwertern, was ja letztendlich auch eine Form von Gedankenkarussell ist. Ja? Raus aus diesem Leid, raus aus dieser Schwere.
Was auch immer das ist, Urlaub, Wellness, Massage, Friseur, shoppen gehen. Letztendlich kannst du deinen Traummann, wenn es sein muss, beim Edeka an der Kasse treffen. Ja? Jetzt schauen wir mal. Was ist denn für dich jetzt hier vorgesehen in der nächsten Zeit? Ich mag immer nicht gerne lange Zeiträume betrachten, weil ich glaube, dass das Tarot einfach konkretere Aussagen immer für kürzere Zeiträume macht. Ich würde mal sagen, wir machen zwei Betrachtungszeiträume, einen sehr kurzfristigen, sagen wir mal innerhalb der nächsten 2 bis 4 Wochen und einen innerhalb der nächsten 1 bis 3 Monate. Ja? Länger würde ich nicht empfehlen, weil dann wird es zu schwammig. Und da macht es eher Sinn, dass man mal wieder drauf schaut. Und ich mache ja Single-Orakel regelmäßig. Ich habe jetzt keine Angst um dich, dass du verzweifelst, wenn jetzt hier kein Mann erscheint, weil mit diesen Karten zeigst du ja an, dass du mit dir selbst auch glücklich sein kannst und zufrieden sein kannst. Na, Glück, Glück, Glück ist nicht kein Dauerzustand. Na? Wie sagt man immer so schön? Glücksmomente wie eine Perlenkette aneinander reihen. Weil letztendlich gibt es keinen dauerhaften Glückszustand. Aber man muss sich so viele Glücksmomente wie möglich schaffen. Also überleg dir mal, wie du dir vielleicht noch mehr Glücksmomente schaffen kannst. So, liebe lichte, geistige Welt, ich bitte um die Aussichten für meine Zuschauerinnen, meine Zuschauer, für einen neuen Kontakt, eine neue Bekanntschaft, eine neue. Mit der Aussicht auf eine Partnerschaft, ja, dass das auch was ist, was Qualität hat, was ernsthaft ist. Und zwar für den Zeitraum 2 bis 4 Wochen. Und dann nochmal für den Zeitraum 1 Monat bis 3 Monate. So, dann schauen wir mal. Da kommt das Rad des Schicksals, der Ritter der Kelche und die Königin der Schwerter. Also, wenn diese Legung auf dich zutrifft, dann hast du gute Chancen, dass sogar schon kurzfristig ein Verehrer sich bei dir zeigt, dass das Schicksal will sich für dich drehen. Das Schicksal sagt, ich habe jetzt genug, so rum war es, so rum lag es, nein, spielverkehrt. Jetzt ist genug gelitten, genug Mangel, genug an Drama, jetzt soll wieder was Schönes kommen. Und hier liegt ein Ritter der Kelche. Und es ist wirklich faszinierend, ne? Dieses Schicksal, das hier mit den bunten Bällen kommt und so richtig glücklich und fröhlich und hier was bewegen will und diesen Ritter der Kelche anschiebt. Und was steht ihm gegenüber? Die Königin der Schwerter. Ne? Das ist genau diese Ebene, von der ich zuerst gesprochen habe. Dieses, ich habe so viel hinter mir, ich habe so viel Mist erlebt, ich habe echt keinen Bock mehr. Na? Also wenn jetzt hier wieder einer kommt, der nur ein bisschen spielen will und der sich ein bisschen bei mir breit machen will, um mich in den Mangel zu bringen, will ich nicht mehr. Das heißt, der wird ganz schön Arbeit haben mit dir. Das macht aber nichts, das darf er haben. Also, dass hier ein Ritter erscheint, darf dich jetzt hier in dieser Legung nicht beunruhigen, weil das erstmal heißt, es kommt jemand, der um dich wirbt. Ritterenergien sind bewerbbar. Ja? Wie beim Bewerbungsgespräch, wie es, wenn es um eine neue Arbeitsstelle oder um eine Wohnung geht. Da ist jemand, der wirbt um dich. Der findet dich toll, der findet dich schön, der findet dich interessant, intelligent, spannend, anziehend, was auch immer. Und der hat Lust drauf, dich kennenzulernen.
Und er wird erstmal auf eine sehr zurückhaltende, kühle Königin der Schwerter treffen. Und es macht nichts, weil er darf sich ruhig bemühen. Je mehr ein Mann für dich arbeiten muss, leisten muss, sich um dich bemühen muss, desto wertvoller wirst du ihm werden. Je schneller er dich kriegt, je einfacher du ihm machst, je mehr du ihm nach dem Mund redest, je mehr du ihm alles machst, was er will, desto weniger wird er dich wertschätzen. Das ist leider so. Deswegen auch immer meine Ansprache zu den Königinnen der Kelche. Ja? Natürlich darfst du Königin der Kelche sein, aber überleg dir immer genau, wem gegenüber du Königin der Kelche bist. Wenn du mit einem festen Partner zusammen bist, wenn du mit ihm verheiratet bist, ist das alles okay. Aber im Kennenlernprozess, sofort am ersten Tag sich zu verlieben, sofort am ersten Tag, oh, der ist so toll, das ist, endlich habe ich ihn gefunden, und diesen Menschen noch gar nicht kennen, das würde der Königin der Schwerter nie einfallen. Weil die Königin der Schwerter war vielleicht früher so, die war vielleicht genau diese Königin der Kelche und hat x-mal die Erfahrung gemacht, dass sie damit an die Wand gelaufen ist. Und das will sie nicht mehr, das braucht sie auch nicht mehr, weil sie ist so gut genährt, sie ist so gut in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Fülle, was Gefühle betrifft, Freude betrifft, Lebensfreude. Und angekommen sein, dass ein Mann nicht mehr unbedingt, na, mit der hohen Priesterin, dass ein Mann nicht mehr unbedingt sein muss. Also wird sie sich der hier kommt, zweimal anschauen. Und vielleicht macht er den Zug. Also wenn diese Legung auf dich zutrifft, dann ist die Chance groß, dass du schon innerhalb der nächsten 2 bis 4 Wochen hier jemanden triffst, der sich für dich interessiert und aktiv beginnt, sich um dich zu bemühen. Und das darf er ruhig machen. Lass es ruhig zu. Ja? Auch wenn er vielleicht sieht er nicht so aus, wie du dir das vorstellst, vielleicht ist er nicht ganz so, aber lass dich doch ruhig von einem Mann ausführen, lass dich von einem Mann charmant behandeln, lass es zu, dass ein Mann sich um dich bemüht, denn es hebt deinen Selbstwert wieder. Hallo, wenn du aus so einer Energie kommst, was gibt es Schöneres, als wenn du einen Mann kennenlernst, der dir wieder das Gefühl gibt, dass du eine tolle Frau bist, dass du jemand bist, um den es sich lohnt zu werben, dass du interessant bist, dass du toll bist. Lass dir dieses Gefühl doch vermitteln. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Ob du mit dem tatsächlich weitergehst und ob du tatsächlich heiratest, das ist ja hier gar nicht die Frage. Ja? Aber hier tut sich auf eine Chance, dass du wieder das Gefühl bekommst, du wirst gewollt, du wirst attraktiv gefunden, da ist jemand, der dir seine Aufmerksamkeit schenkt, schöne Stunden, und ich meine jetzt nicht im Sinne sexuelle Aktivitäten, sondern im Sinne von Treffen, Begegnungen, was unternehmen gemeinsam, das ist doch eine tolle Sache. Dabei nährst du wieder deinen Selbstwert und dein leeres Fass und kommst immer mehr, du wirst immer mehr genährt. Du musst dich hier zu nichts entscheiden. So, dann haben wir hier noch die 3 Karten. Da haben wir die 9, also auf die 2 bis, auf 1 bis 3 Monate. Da kommen die 9 der Schwerter, das Ass der Stäbe und der Eremit. Und auch hier kann es sein, dass entweder noch ein zweiter kommt oder dass sich das hier intensiviert. Also man kann das jetzt auf zweierlei Sachen deuten. Man kann jetzt hergehen und kann sagen, dass hier ein Mensch, der sich vielleicht auch immer mal wieder zurückzieht oder der aus einem Rückzug kommt,
eine neue Chance bei dir wahrnehmen möchte, sich sehr viele Gedanken gemacht hat und auch macht, dass du dir vielleicht auch viele Gedanken machst und er hier dir eine neue Chance anbietet. Ja? Und zwar dieses Mal mit mehr Hirn, mit mehr Verstand, nicht nur aufgrund körperlicher Impulse oder auch gefühlsmäßiger Impulse. Ich unterscheide da, ja. Ich unterscheide zwischen einer kurzfristigen Verliebtheit, einer körperlichen sich angezogen fühlen und Liebe. Weil Liebe ist etwas, was sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Ich persönlich glaube, dass Liebe etwas ist auf mehreren Ebenen, was Zeit braucht. Und das, was wir am Anfang meistens spüren und vor allen Dingen gerade auch die Königinnen der Kelche und die Königinnen der Stäbe, ist eine Form von Anziehung, meistens körperlicher Anziehung oder Bedürftigkeit. Ich sage das nicht, um jemanden zu verletzen, ich sage es einfach so deutlich, weil es gesagt werden muss. Es ist ganz häufig Bedürftigkeit. Oder ist ein Mann, der interessiert sich für mich, das ist er jetzt. Nein. Ich habe es erst jemandem gesagt im Zusammenhang mit einem Bewerbungsgespräch. Es geht bei einem Bewerbungsgespräch nicht nur darum, dass du eine Stelle bekommst. Es geht bei einem Bewerbungsgespräch darum, dass du rausfindest, ob die Stelle für dich das Richtige ist. Und genauso ist es auch im Kennenlernprozess mit einem Gegenüber. Es geht nicht darum, dass der dich nimmt und dass du endlich einen an deiner Seite hast. Es geht darum, dass es der Richtige ist und das musst du erstmal rausfinden. Und das braucht Zeit. Das weiß niemand am ersten Abend. Da hat man mal ein Gefühl, aber das ist meistens von dem, was man auch bei Beziehungsgeschichten mit der rosaroten Brille benennt. Die dann meistens abfällt nach 4 bis 6 Monaten. Und man dann denkt, oh, jetzt ist ja ein ganz anderer Mensch vor einem, weil er einem plötzlich unangenehme Verhaltensweisen zeigt. Nein, die unangenehmen Verhaltensweisen waren auch meistens schon vorher da. Man hat sie nur schön geredet. Und man hat nur gedacht, weil ich jetzt endlich einer an meiner Seite, man kommt damit schon klar. Nein. Das heißt nicht, dass du einen Menschen, bei dem du am ersten Abend schon unangenehme Verhaltensweisen, also außer er verletzt dich jetzt, ja, oder beleidigt dich oder so irgendwas, aber wenn jetzt jemand am ersten Abend unangenehme Verhaltensweisen zeigt, dann musst du den deswegen noch nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Aber wenn das immer wieder kommt und wenn das einfach eindeutig ist, dass dir das nicht gefällt, wenn du das siehst und wahrnimmst, dann rede es dir nicht schön. So, und in dieser zweiten Phase jetzt hier, Zeitphase, kann es entweder sein, dass hier jemand Neues kommt, der sich immer mal wieder zurückzieht oder der aus einem Rückzug wieder auf dich zukommt mit einer neuen Chance und es dieses Mal intelligenter angehen möchte, der dieses Mal sich ganz viele Gedanken drum macht, wie er es denn anstellen soll. Also auch da kommt jemand nochmal. Es kann auch sein, die zweite Möglichkeit ist, dass dieser Mann, der hier in den ersten 2 bis 4 Wochen sehr intensiv um dich wirbt, sich hier vielleicht nochmal zurückzieht, vielleicht auch immer wieder mal zurückzieht und für sich ganz genau prüft, ob das wirklich die Chance ist, ob du wirklich die Chance bist, die er sich wünscht, die zu ihm passt. Dann sind wir wieder beim Bewerbungsgespräch. Und genau dasselbe darfst du auch machen, das sollst du sogar machen. Ja? Also, ich sage jetzt mal nicht für alle, aber für die meisten, auf die diese Legung zutrifft, wird es Kontakte und Möglichkeiten geben. Es wird nicht so sein, dass du hier jetzt die nächsten 3 Monate ohne einen Kontakt zu einem Mann bist,
oder wenn es andersrum ist, zu einer Frau bist, sondern es kommen hier Chancen. Und die Botschaft ist, prüfe diese Chancen genau. Ja? Nimm deine Vergangenheit insofern mit, dass du sie im Hinterkopf hast und dass du weißt, was du nicht mehr möchtest und insofern auch anders handelst. Wenn wir etwas Neues, ein neues Ergebnis erreichen wollen, müssen wir anders handeln als bisher. Wenn wir genauso wieder handeln, dann ist die Chance, dass wir wieder genauso in den Herzschmerz gehen, sehr groß. Und es gibt Menschen, die das ganz, ganz häufig können. Immer wieder dieselbe Schleife ziehen, immer wieder dieselben Männer anziehen, immer wieder dieselben Frauen anziehen. So lange, bis die Königin der Schwerter oder der König der Schwerter es gelernt hat. Also ich finde es eine sehr aussagestarke Legung. Ich finde es eine Legung, in der dir viele Möglichkeiten geboten werden, wo du aber auch das, was du gelernt hast in der Vergangenheit, zum Einsatz bringen darfst. Und wenn du das sogar noch genießen kannst, wie die Neun der Kelche, weil du ja jetzt unabhängig geworden bist emotional, weil du es nicht mehr nötig hast, weil du einfach sagst, ich gehe da jetzt mal zu diesem Date oder zu diesem Treffen völlig unvoreingenommen, ohne irgendetwas zu wollen, ohne irgendwas haben zu müssen, ohne irgendein Ergebnis, sondern ich gehe da einfach hin, um das zu genießen. Ich genieße die 1, 2, 3 Stunden mit dem, ich lasse mich einladen, ich genieße das Essen oder den Drink oder den Kaffee oder was auch immer, ich genieße das Gespräch völlig absichtslos. Das nimmt auch total den Druck raus. Denn das nimmt auch den Druck raus, dass man das Gefühl hatte, man müsse jemand Bestimmter sein, um etwas Bestimmtes zu erreichen oder den anderen zu überzeugen oder so irgendwas. Ja? Na, das ist alles Unsinn, weil wenn du mit einer Maske hingehst, er geht mit einer Maske hin, dann treffen zwei Menschen mit Masken aufeinander, die sich überhaupt nicht wirklich erkennen. Je entspannter man in so ein Gespräch geht, in so ein Treffen, desto eher zeigt man sich auch authentisch. Und damit gibst du dem anderen die Chance zu erkennen, ob du es bist. Und er hat auch die Chance, dir zu zeigen, wer er wirklich ist, damit auch du das siehst. Wie gesagt, es geht nicht darum, einfach nur jemanden zu haben. Es geht immer darum, den Richtigen zu haben. Und leider tun wir bei Kennenlernprozessen oft genau das Falsche oder haben wir oft Verhaltensweisen, die genau das bewirkt, dass wir eine falsche Wahl treffen. Dabei lasse ich es. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich da so ehrlich bin, aber es nützt ja nichts, wenn ich euch die Story vom toten Hund erzähle, ne? Und ihr immer fröhlich so weitermacht wie bisher. Ich habe hier wirklich die Hoffnung, dass das eine oder andere bei euch Klick macht und dass ihr sagt, ah, das habe ich jetzt begriffen, so habe ich mich bisher verhalten, das hat da und dazu geführt, Ursache, Wirkung, ja? Und wenn ich eine andere Wirkung haben will, muss ich eine andere Ursache setzen. Und dadurch könnt ihr wirklich etwas verändern. Also ihr habt hier gute Chancen auf neue Bekanntschaften. Und aus einer Bekanntschaft entwickelt sich jemand, den man immer besser kennenlernt und daraus entwickelt sich dann vielleicht ja, eine intensive Freundschaft, eine Beziehung, Partnerschaft und vielleicht sogar eine Ehe, so falls ihr das wünscht. Ja? Also, meine Lieben, ich wünsche euch alles Liebe und mögt ihr immer beschützt sein, mögt ihr behütet sein und mögen die Menschen, die Männer, die Frauen in euer Leben kommen, die euch glücklich machen. Also, alles Liebe für euch. Tschüss.